Hey Freunde und willkommen zurück zu einer kleinen schnuckligen neuen Runde World of Warcraft. Wir nehmen uns wieder mal so eine Retro-Inni vor. Wie ihr seht, wir stehen hier vor dem schwarzen Tempel in der Scherbenwelt. Ich will euch noch mal ganz kurz zeigen, der Eingang ist hier an der Seite. Für die, die genauso dastehen wie ich und nicht mehr so wirklich wissen, wo der Eingang ist, der ist da so an der Seite. Der Haupteingang, da kommt man nicht rein. Ne? Aber machen wir jetzt einfach mal so. Und ich werde das so machen, dass ich euch natürlich das nervige Mob-Gekloppe nicht antun werde, sondern ich werde das Ganze ein bisschen spulen, sprich die ganzen Möppelchen und das alles, das machen wir, oder das mache ich ohne das irgendwie unnötig in die Länge zu ziehen, werde das einfach ein bisschen vorspulen und dann geht's letztendlich nur noch gegen die Bosse. So, und damit willkommen im schwarzen Tempel. So, ich werde auch gucken, dass ich hier ein paar Gegner auslasse. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo der erste Boss hier war. Genau da musste ich nämlich hoch. So, und da stehen wir auch schon vor dem ersten Boss, oberster Kriegsfürst Nagentus. So, der hat eben diesen riesen Stachel, mit dem er uns so ein bisschen zusetzen kann, wobei das jetzt hier auch nicht mehr so dramatisch sich auswirken dürfte. Also lange macht er nicht. Ihr seht es, und er fällt schon tot in den Sand oder ins Wasser, wie auch immer. Mal gucken, was er Schönes für uns hat. Schuhe, bla bla bla. Eine Axt, mal gucken, wie die aussieht. Also die sieht ja schon nice aus, ne? Also Sachen, die so optisch eigentlich ganz cool aussehen, die lege ich mir gerne mal so ein bisschen beiseite. Mal kurz gucken, wo es hier weitergeht. Achso, da hinten. Gut, und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Boss. So Freunde, und da stehen wir jetzt schon vor dem zweiten Boss. Zudem gibt es, was meine Raid-Vergangenheit angeht, sogar eine ganz kleine Geschichte, die ich euch jetzt mal eben erzählen werde. Es war damals, so zu der Zeit, wo ich noch relativ aktiv geradet habe, da waren wir auch das allererste Mal, glaube ich, sogar Black Temple. Und waren dann halt bei diesem Boss. Den ersten haben wir relativ problemlos aus den Socken hauen können. Und bei dem hier haben wir uns dann ein bisschen schwer getan. Der hat uns wirklich Probleme bereitet. Wir hatten, glaube ich, schon 3 oder 4 Wipes oder so. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, ein Try machen wir noch. Und gehen dann rein. Und es lief auch relativ gut. Und wir hatten das eigentlich ganz gut im Griff. Und dann hatte der Boss vielleicht nur noch so irgendwie 3-4%. Und plötzlich haut's irgendwie eine ganze Menge Leute aus den Socken. Irgendwer hat einen Fehler gemacht und plötzlich haut so 3/4 des Raids erstmal direkt weg. War natürlich erstmal ärgerlich, weil wir schon mal dachten, okay, das wird jetzt wieder ein Wipe. Aber dann hat sich das Ganze dann doch anders entwickelt. Es waren nachher, nach ein paar Sekunden, nur noch 2 DDs übrig und 2 Heiler. Einer davon ein Priester. Der andere war, glaube ich, ein Druide, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls haut erstmal jeder, der noch übrig war, raus, was er hat. Alles. Alles, was die, und mit Steine schmeißen und anspucken. Alles, was gegen Kratzen, Beißen, Haare ziehen. Was auch möglich war, wurde da erstmal eben gemacht, um den Boss vielleicht doch noch irgendwie zu legen. Ja, und was soll ich sagen, Freunde? Plötzlich waren nur noch die beiden Heiler übrig. Und dann passiert das, womit keiner mehr gerechnet hat. Der eine Heiler fällt um. Und der Boss hatte irgendwie vielleicht noch ein paar tausend HP. Und der Heiler scheißt auf alles und kloppt erstmal alles. Das war der Priester. Und der kloppte erstmal alles raus, was er noch haben konnte, was er noch raushauen konnte. Und was war, Freunde?
Der hat es tatsächlich geschafft, bevor er selbst verreckt ist, also ohne selbst zu verrecken, er ist nicht verreckt, den Boss in den Staub zu drücken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da im TS los war bei diesem Boss. So werden hier Legenden geboren, liebe Freunde. Und so war es auch. Von dem Tag an war er eine Legende. Und das sind halt so diese Momente, an die man sich gerne dann auch, wenn man WoW eine Weile lang nicht gespielt hat und dann irgendwann doch wieder anfängt, sind das so die Momente, an die man sich dann trotzdem immer wieder zurückerinnert. Und das macht es halt, ja, dann doch ganz schön, wenn man irgendwann mal wieder zurück nach Azeroth kommt, beziehungsweise halt in die Scherbenwelt dann in dem Fall. Daran erinnert man sich gerne zurück, an sowas. So, aber jetzt nehmen wir uns erstmal den nächsten Boss hier vor. Vorher hauen wir aber seine ganzen Möppelchen hier auf den Kopf. So, jetzt müssen wir erstmal die hier noch fertig machen. Kann ich das nicht so machen, damit die leichter umfallen? Das nervt ein bisschen hier. Ich muss hier wirklich jeden einzeln weghauen. Naja gut, ein Glück gehen die schnell. Wo kommt ihr beiden denn her hier? So, jetzt dürfte der Boss gleich richtig losgehen. Jetzt müssen wir nämlich gegen Akamas Schemen ran. Und weg ist er. So, kein T-Teil. So, das war jetzt, glaube ich, in dem Bereich alles. Mehr ist hier nicht. Wir müssen jetzt einmal, ich glaube, erstmal hier hoch und dann können wir nachher hier unten lang. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gewesen ist. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich hier drin war. Ich war hier jetzt zwar mit dem Char schon mal drin. Auch jetzt, nachdem ich wieder angefangen habe mit WoW. Aber das war irgendwie auch, da war ich Level 89 oder so. Und da war ich dann einfach mal aus Spaß hier drin und es hat halt ganz gut funktioniert. Ich glaube, hier hinten komme ich jetzt noch nicht rein. Ich muss einmal hier hin und dann geht es hier hinten auch noch mal rein. Da sind dann auch noch mal, oder ist dann auch noch mal ein Boss. Aber wir sehen uns gleich wieder beim Boss. So, das war Blutschatten. Und jetzt haben wir noch die paar Möppelchen hier um. Und mal gucken, was er uns so Schönes gibt. Stiefelchen aus Kette. Gürtel aus Platte. Naja. Sind halt alle Sachen, die ich noch nicht mal mehr entzaubere. Weil das eben Verzaubermaterialien sind, die ich da raushole, die ich einfach nicht mehr brauche. Auch später für einen Twink oder so. Kann ich das nicht gebrauchen. Insofern lasse ich das einfach alles drin liegen und verkaufe es dann halt. Dann kriege ich wenigstens noch ein kleines bisschen Gold dabei raus. Aber
Das war's mit dem Boss. Wir sehen uns gleich beim nächsten Boss. So, das war's dann auch mit dem nächsten Boss und wir schauen mal, was er uns hat. Insignia Schattenmond Clans, Zauberstab des prismatischen Kerns. Naja, der sieht jetzt auch nicht so spektakulär aus. Oh, wir kriegen sogar gerade Schaden, sehe ich gerade. Achso, Säurewunde und Siedeblut. Nicht so schlimm. So, das war es dann auch mit jenem Boss. Jetzt nehmen wir uns den hier vor. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt war. Oh Gott, ist zu lange her. Aber wir werden es sehen. Und wir sehen uns dann gleich bei diesem Boss. Bis gleich. So, und da sind wir dann auch schon beim nächsten Boss. Das ist der mit seinen drei Gesichtern. Dürfte auch nicht so das Riesenproblem darstellen. Da habe ich auf Level 89 schon nicht gerade Schwierigkeiten gehabt. Auf euch warten nur Schmerz und Leid. Also dürfte das jetzt hier mit diesem Level noch weniger Probleme bereiten. Ich will mal auch nicht versuchen, nicht so viel von meinem Dingens hier, von meiner Heimsuche verplempern. So, haben wir das erste Gesicht schon mal erledigt. Er geht dann halt immer in diesen, ja, Käfig oder was das sein soll, zurück. Dann müssen wir hier so ein paar Ads ausschalten. Die uns mal mehr oder weniger gerade mal so ein bisschen kratzen. Oder kitzeln. So, also ich weiß noch, auf Level 70 war das hier damals ein echter Krampf mit diesen ganzen Scheiß-Ads. Aber inzwischen, naja, brauche ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ne? Ja, also der Schattenschaden, den ich jetzt hier kriege. Ach so, ich erleide Schaden, sobald ich auch Schaden verursache. Oh mein Gott. So, kommen jetzt eigentlich nochmal Ads? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, kommen nochmal so ein paar davon. Das mache ich mir mal ganz einfach. Einfach immer so ein bisschen Blutsauger drauf. Dann fallen die schnell um. So, das war's und jetzt geht's an den letzten Part des Gesichtsbosses. Und
Bum, bum. Und das war's dann auch schon mit ihm. Das war ja einfach. Mal gucken, was er für uns hat. Blablabla. Anhänger der Titanen. Blablabla. Was habe ich denn jetzt überhaupt gekriegt? Nur die beiden Sachen? Ist ja scheiße. Ja, ist jetzt auch nichts bei rumgekommen, was irgendwie style-technisch noch Sinn machen würde. Insofern soll es das mit diesem Boss gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Boss wieder. Bis gleich. So, da sind wir beim nächsten Boss, Mutter Charras. Dürfte auch nicht allzu lange dauern. Es sei denn, die blöden Tempelkonkubinen kommen uns jetzt irgendwie in die Quere, weil das ist so die einzige Gegnervariante, die uns auch auf dem hohen Level hier noch ein bisschen Probleme bereiten kann. Zumindest hatte ich da beim letzten Mal so ein bisschen Probleme und jetzt haben wir mal was gekriegt, was wir auch eintauschen können, das nicht. Das nicht. Und es ist schon wieder nichts für den Hexer dabei. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist zwar alles altes Zeug, aber na, man kennt ja so schön Style Need und so weiter. Ne? So ein paar Sachen sehen einfach cool aus und ich möchte schon gerne so ein paar Sets auch zusammenkriegen, um halt auch styletechnisch hier ein bisschen was Nettes zu haben. So, und das soll es dann erstmal mit diesem Bossfight gewesen sein. Und wir sehen uns gleich wieder bei The Next Boss. So, und da sind wir dann jetzt hier auch beim nächsten Bosskampf. Wenn ich mich nicht irre, wird es hier jetzt ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise hier wird es jetzt etwas spezieller. Weil ich glaube, ich irgendwie noch in Erinnerung habe, dass man die gleichzeitig legen muss. Beziehungsweise, dass die irgendwie halbwegs gleichzeitig umfallen müssen. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht mehr ganz so sicher, ob das tatsächlich so war. Oder ob ich mich da jetzt ein wenig irre. Aber ich meine, die mussten alle innerhalb von ein paar Sekunden entfernt voneinander gekillt werden. Irgendwie so habe ich das in Erinnerung. Ist aber auch eben alles schon viel zu lange her, als dass ich das noch wirklich genau wüsste. Ich stecke voller Überraschungen. Siehst du, war doch irgendwie so, dass die halbwegs gleichzeitig fallen müssen. Oder irgendwie so ungefähr. Da siehst du die. So, jetzt haben wir es geschafft. Der Rat der Illidari. So, vielleicht haben wir ja jetzt was für den Hexer. Ja, na gut, obwohl man die Hosen gar nicht braucht, ne? Das ist eigentlich Mumpitz. Ich habe hier dreimal diese scheiß Hosen gekriegt und nicht einmal dieses olle Schulterding. Ey, so ein Mist. Jetzt habe ich für ein Style-Need genau das, was ich nicht brauche, weil man unter der Robe von dem Hexer ja sowieso nicht sieht, was der trägt. Naja, egal. Dann gehen wir weiter zu Illidan Sturmgrimm und ihr seht gerade, wir haben jetzt die Todeshörigen auf Wohlwollend. So viel nur als Info am Rande. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Boss. We'll be right back.
und da sind wir nun schon auch bei Illidan Sturmgrimm. Und den legen wir jetzt mal tot in den Dreck. Nachdem wir mit Akama gequatscht haben, der den Kampf quasi startet, habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Akama, euer falsches Spiel überrascht mich nicht. Ich hätte euch und eure missgestalteten Brüder schon vor langer Zeit abschlachten sollen. Wir sind hier, um eure Herrschaft zu beenden, Illidan. Mein Volk und die gesamte Schattenwelt werden frei sein. Gewagte Worte. Und doch bin ich unbeeindruckt. Die Zeit ist gekommen. Der Augenblick ist endlich da. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. So, die Dinger würde ich echt gerne haben. Die beiden Kriegsgleben von Asinoth. Das hätte schon was. Die könnte ich zwar mit meinem Hexer weniger gebrauchen. Oh, jetzt kommen noch diese blöden Ads hier. Also wie gesagt, die beiden Teile, die hätte ich so gerne. Auch wenn ich die mit dem Hexer nicht gebrauchen kann. Die Dinger sind einfach so cool. So, kommst du bald da oben runter? Ich will dir auf die Socken hauen. Ja, jetzt muss ich kurz abwarten. Alles, was ihr zu bieten habt. Ihr Zorn ist nichts im Vergleich zu dem meinen, Illidan. Wir beide haben noch eine Rechnung offen. Maiev, wie kann das sein? Oh, endlich ist meine lange Jagd zu Ende. Heute wird die Gerechtigkeit obsiegen. Ja, ja, ja. Ohne mich wärst du doch hier total aufgeschmissen, Süße. Oh, es ist vollbracht. Ihr seid geschlagen. Ihr habt gewonnen, Maiev. Aber die Jägerin ist nichts ohne die Beute. Ihr seid nichts ohne mich. Todesstoß. Er hat recht. Ich fühle nichts. Ich bin nichts. So, was haben wir denn jetzt hier? Lebt wohl, ihr Helden. Brustschutz des vergessenen Eroberers. Licht wird diese trostlosen Hallen erneut erfüllen. Das schwöre ich. Der ist jetzt auch nicht so schick, der Stab. Naja, das war's auf jeden Fall erstmal mit dem Schwarzen Tempel und Illidan Sturmgrimm. Ich mache mich jetzt daran, den ganzen Plunder zu verkaufen. Ich sage jetzt erstmal hier vielen Dank fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir ja uns im nächsten Retro-Raid wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen traumhaften Abend. Ich verabscheue mich.